Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in Ihrem offenen Kanal Worms. In der Wormser Stadtverwaltung, in der ganz, ganz hohen Ebene, tut sich was. Wir hatten vor 2 Wochen bereits den Timo Horst hier, den Kandidaten für das Baudezernat, sage ich jetzt mal, Dezernat 3. Da zählt ja noch viel, viel mehr dazu. Und es tut sich ab 1.11. etwas, denn da werden 2 Personen verabschiedet. Mehr oder weniger der Uwe Franz aus krankheitlichen Gründen für das Dezernat 3 und der Hans-Joachim Kosebeck, Sie kennen ihn, die uroffenen Kanäler von Lokalsport aktuell, die wissen, wen ich meine. Der Hans-Joachim Kosebeck, unser Wormser Bürgermeister, geht zum 1.11. diesen Jahres in den Ruhestand. Den Nachfolger für den Uwe Franz hatten wir schon hier. Jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit der Kandidatin zur Bürgermeisterin der Stadt Worms, mit Stefanie Lohr. Hallo, hallo, guten Abend. Frau Lohr, kurz mal so überhaupt, wie kommt man denn auf den Gedanken, auf die Idee, jetzt Bürgermeisterin zu werden? Wie kommt man auf den Gedanken? Ja, dass man, also der Gedanke ist gereift die letzten Wochen und schließt sich so an das, was ich die letzten Jahre getan habe, dass ich ja in den Landtag gewechselt bin, 2 Jahre jetzt im Landtag war. Und auch gerade im letzten Jahr stark die Umweltpolitik und die Klimapolitik für die CDU-Fraktion im Landtag gemacht habe. Und der Landtag ist ja jetzt vorbei. Mhm. Und dann stand ich so vor der Lebensentscheidung, gehe ich zurück in meinen Beruf, in die freie Wirtschaft, was auch gehießen hätte, Politik weniger zu machen, weniger Zeit und Möglichkeiten zu haben, mich für Worms zu engagieren. Und so ist dann die letzten Wochen die Idee oder ja, die Idee gereift zu sagen, nein, ich möchte hier in Worms bleiben, ich möchte mich hier weiter engagieren. Und dann kam die Frage, ob ich nicht Bürgermeisterin werden möchte und ob ich mir vorstellen könnte, mich zu bewerben. Mhm. Das wäre die erste Bürgermeisterin in Worms, nicht wahr? Tatsächlich, auch Premiere. Das war ein Aspekt, ja. Mhm. Mhm. Die Frauenquote steigern. Ja, ich glaube, also es wäre mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit, da auch eine Vorbildfunktion zu haben. Wir haben viel diskutiert, gerade in der CDU die letzten Wochen und Monate, dass die CDU jünger, weiblicher werden muss. Und irgendwann erwischt man sich dabei, dass man eigentlich Teil dieser Generation ist. Mhm. Und dann muss man auch mal bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, dass wir Frauen das können. Ja, ja. Vor allen Dingen die Abendheimer Frauen, ne? Die Oberrumer Frauen. Die vor allen Dingen lange politische Vorlaufphase, würde ich mal sagen, nicht nur als Ortsvorsteherin, sondern als auch Kreisvorsitzende der CDU. Und Sie sprachen es bereits an, es war ja identisch mit unserem Oberbürgermeister Adolf Kessel. Er hat ja auch ist in den Landtag gekommen als Nachrücker, sage ich jetzt mal. Er hat es damals geschafft und ist jetzt Oberbürgermeister. Und Sie sind mehr oder weniger für den Herrn Kessel in den Landtag gekommen als Nachfolgerin. Leider hat es weder als Direktkandidatin noch über die Liste gereicht. Aber trotzdem, wie Sie schon sagten, Sie sind Worms sehr verbunden. Nicht nur als Kreisvorsitzende der CDU, sondern auch als Wormser Mädel, sage ich jetzt mal. Ich bin absolut Wormserin, hier geboren und aufgewachsen. Die Stadt hat mich nie losgelassen. Ja. Mhm. Sie haben es bereits angedeutet, Sie waren zuvor in der Privatwirtschaft tätig. Und zwar bei, wo waren Sie denn, sagen Sie es mir? Bei den Technischen Werken Ludwigshafen, genau. Und zwar als Syndikusrechtsanwältin. Wir sprachen eben drüber. Was ist denn eine Syndikusrechtsanwältin? Was haben Sie denn da gemacht? Eine Syndikusrechtsanwältin ist im Grunde die Rechtsanwältin des Unternehmens, aber nicht als selbstständige Rechtsanwältin. Und der Unternehmen ist nicht der Mandant, sondern als Mitarbeiterin im Unternehmen. Und ich habe bei der TWL in der Rechtsabteilung gearbeitet und alle Rechtsangelegenheiten gemacht. Und was mich sehr geprägt hat, vor meinem Wechsel in den Landtag war ich in der Personalabteilung, habe den Fachbereich Personalbetreuung geführt, war auch operative Personalleiterin und habe da so ja, sehr viel gelernt, auch was ich hoffe, was mir auch nutzen wird im Amt
der Bürgermeisterin. Das habe ich bei meiner Vorbereitung auch gesehen. So eine Rechtsstelle, sage ich jetzt mal, in der Personalabteilung ist ja sehr, sehr wichtig. Mhm. Nicht alle Personalchefs sind die Juristen vorm Herrn, sondern haben immer noch jemanden an ihrer Seite. Ich kenne das aus meiner Firma. Ich grüße damit hier gleich den unseren Herrn Weiß, die rechte Hand unseres Personalchefs. Und auch in Verhandlungen im Betriebsrat. Ich bin bei unserer Firma im Betriebsrat. Wie läuft es, wenn Sie als Personalerin, sage ich jetzt mal, über Jobs zu entscheiden haben von Mitarbeitern, die jetzt, sage ich mal, aus einer Sozialauswahl herausfallen und die jetzt, sagen wir mal, bei einer betrieblich bedingten Kündigung gehen müssten? Das ist ja, ich frage das ganz besonders, weil das spielt ja jetzt auch dann bei Ihrer Bewerbung als Bürgermeisterin, Sie haben da einige Personen unter sich, auch eine Rolle. Ja, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich nie in der Situation bisher war, eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen zu müssen. Das ist bei der TWL, es ist ein kommunales Unternehmen, da kennen Sie das ja, da ist das nicht das Thema. Ich rechne auch damit, dass das bei der Stadt Worms, dass man da weit davon entfernt ist, betriebsbedingt zu kündigen. Aber was, glaube ich, als Juristin mir liegt, ist einmal Fairness und Gerechtigkeit, Transparenz. Und Personalentscheidungen sind nicht immer einfach, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wertschätzend umgeht, da aufrichtig ist, klar ist und dann die Entscheidung, wenn sie denn getroffen werden muss, auch einfach erklärt und dazu auch steht. Also Verlässlichkeit, Transparenz, Wertschätzung. Also eine neue Führungsoption, sage ich jetzt mal, nicht so diktatorisch als Chef von oben runter, sondern das Miteinander. Miteinander ist ganz wichtig in jedem Unternehmen, auch sicherlich in der Verwaltung. Ich bin ein großer Fan der betrieblichen Mitbestimmung. Auch wenn ich auf der anderen Seite gesessen habe, schätze ich das sehr, einen Tarifvertrag zu haben, der einem den Rahmen gibt, an dem man sich auch abarbeiten kann. Aber er ist da, er gibt einem gewisse Leitplanken. Und auch den Input des Betriebsrates, der eine andere Sicht hat, der Interessen klar vertritt. Und ich glaube, gerade aus diesen beiden Rollenverständnis kommen sehr gute Kompromisse zustande, die vor allen Dingen auch Unternehmen und Organisationen eine gewisse Robustheit und Beständigkeit geben. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und das denke ich, dass ich da auch im Personalrat der Stadt Worms möglicherweise dann einen guten Partner finde. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die Personaler linsen immer ein bisschen neidisch auf uns Betriebsräte und denken, Menschenskinder, toll, was die machen. Das wäre auch so eine Reihe für mich, sage ich jetzt mal. Anerkennung ist sicherlich da. Ja, das merkt man immer wieder. Ja. Ja, Frau Lohr, es ist jetzt natürlich, wie schon gesagt, eine ganz andere Position als vorher. Es ist eine ganz andere Schiene. Vor allen Dingen denke ich mal, dass es eine Frau vielleicht nicht so einfach haben wird, ihre Führung durchzubringen wie ein Mann. Wie sehen Sie das? Also, wie gesagt, es ist ja, ich hoffe eigentlich, dass wir im Jahr 2021 dann doch so weit sind, dass wir als Frau die gleichen Chancen haben. Es gibt ja auch bereits heute in der Verwaltung tolle Führungskräfte, also gerade auch Frauen, und dass sich da auch viel getan hat in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es kommt auf den Menschen an, es kommt auf das Führungsverständnis an. Da habe ich ja schon gesagt, es ist mir ein Miteinander sehr wichtig und Dinge transparent zu machen, erklären, aber eben auch verlässlich in der Entscheidung zu sein. Und das ist eine Fähigkeit, die, wenn man die mitbringt, ist, glaube ich, das Geschlecht absolut irrelevant. Gut, es kommt natürlich immer darauf an, welche Stelle, welchen Bereich man im Dezernat sieht. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, beispielsweise eine EPWO, das sind ja ganz andere Haudegen als, jetzt sagen wir mal, direkt auf der Stadtverwaltung. Aber am Ende des Tages sind es alles Menschen, man muss sich darauf einstellen. Ich glaube, was wichtig ist, dass man zu diesem Perspektivwechsel bereit ist, dass man den Leuten zuhört, dass man sich damit auseinandersetzt, wie deren Arbeitsalltag ist, was die Bedürfnisse sind, wo die Unterschiede sind. Zuhören ist eine ganz wichtige Eigenschaft als Führungskraft und das ist mein Selbstverständnis von Führung und so möchte ich dann doch wirklich auch jedem dann auch da, wo er arbeitet, ihn da abholen, mitnehmen
und hoffen, dass da ein großes Team entsteht, das dann gemeinsam bereit ist, für die Stadt Worms einzutreten. Ja. Mhm. Es ist jetzt natürlich auch die Frage, inwiefern schon lang eingesessene Mitarbeiter in diesen Fachbereichen natürlich sagen, sie sind noch sehr jung, sie sind 37 Jahre alt. Stimmt das? Ja. Das ist richtig, ja. Dann kann man das noch sagen. Kommt drauf an, wenn Sie fragen. Dass da die alten Haudegen mal sagen werden, so, jetzt wollen wir mal sehen, wie wir hier ein A von U vormachen können. Haben Sie da gewisse Bedenken oder? Ich habe da keine Bedenken. Also ich komme aus der Energiewirtschaft, auch das ist eine männergeprägte Domäne. Ich bin eigentlich immer gut mit Gefahren, wenn man aufrichtig ist. Wenn man auch anerkennt, dass die Menschen, die lange da sind, einen großen Erfahrungswert mitbringen, also ganz viel beitragen und dann für die Offenheit zu werben, neue Ideen, wenn da jeder seinen Raum bekommt, kann man den Spagat gut schaffen. Das ist manchmal eine Herausforderung. Führung ist nicht jeden Tag leicht. Aber meine Erfahrung ist, wenn man im Gespräch bleibt, aneinander zuhört und den eigenen Standpunkt erklärt und auch Verständnis für den anderen zeigt, dass man doch zu guten Lösungen kommt. In Ihr Dezernat fällt auch der Bereich Stadtgeschichte und Museen. Stadtgeschichte, da sind wir auf einer entscheidenden Finalstrecke, dass wir das mit den Schumstädten, mit Speyer, Worms und Mainz, dass wir da als Weltkulturerbe anerkannt werden. Sehen Sie da eine ganz besondere Verantwortung als Leiterin des Dezernats 2, dass hier die Stadt Worms wirklich glänzt mit ihrer Geschichte? Also Sie sagen immer so, Ihr Dezernat, also wenn es so kommt, ich bitte immer noch zu bringen, ist das eine Bewerbung, der Stadtrat muss am 7.7. wählen, ich wünsche es mir, aber es bleibt eine Wahl. Das Thema Stadtgeschichte und Schumpf sehe ich eine Riesenchance für Worms. Und ich meine, das zeichnet uns aus, unser kultureller Reichtum, und ich glaube, das ist eine Aufgabe vom gesamten Stadtvorstand, da alle Kräfte zu mobilisieren, dass wir da ein Profil schärfen, das einfach zeigt, dass Worms erstens offen ist, dass Worms die Stadt der Religionen ist und auch diese Willkommenskultur für Gäste, die dann auch wegen der Schumstätte nach Worms kommen. Wir erhoffen uns da sehr viel davon, weil wir wissen gerade das jüdische Erbe, viele Menschen leben in der USA, in Israel oder in anderen Nationen, und dass uns das gut tut, diese Touristenzuströme, aber auch etwas dazu beiträgt, dass die Wormser stolz sind, was wir hier haben und es dann auch gerne zeigen. Ja, die Wormser sind stolz auf ihren Martin Luther, den wir dieses Jahr leider nicht so zelebrieren konnten, wie er es eigentlich verdient hätte. Und die Wormser sind auch stolz auf ihre jüdische Vergangenheit. Das beißt sich zwar irgendwo, weil Luther war ja ein Judenhasser, aber das hat ja nichts mit unserer Geschichte zu tun. Das war ja zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Ja, Sie sind Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, wenn Sie gewählt werden. Wäre es, ja. Sie wären es. Ich meine, das bedeutet ja auch schon eine große repräsentative Herausforderung. Es gehört dazu, ja. Und ich meine, Sie waren im Landtag tätig, Sie haben da natürlich eine überregionale Erfahrung machen können. Aber wie sehen Sie es mit jetzt beispielsweise, wenn man mit anderen Städten verhandelt und in dieser Repräsentative als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters da vor Ort ist? Ich sage jetzt ganz einfach mal, trauen Sie sich das zu oder müssen Sie da noch ein bisschen was dazulernen? Ich freue mich drauf. Also das ist tatsächlich etwas, was das Amt so spannend macht, diese Vielfalt. Man ist Repräsentant, man wirbt für die Stadt. Das ist der schöne Teil, wenn man immer erzählen darf, wo man herkommt und was die Stadt alles zu bieten hat. Aber auch die Interessen der Stadt zu vertreten. Ich bin Juristin. Verhandeln ist, habe ich gelernt, habe ich die letzten 10 Jahre praktiziert. Und glauben Sie mir, ich fühle mich immer meinem Mandanten sehr verpflichtet, und das wäre als Bürgermeisterin ganz klar die Wormserinnen und Wormser und die Stadt Worms. Mhm. Ja. Fühlen Sie sich Ihren Wählern jetzt also außerhalb des Stadtrates auch noch verpflichtet als Kreisvorsitzende, oder geben Sie dieses Amt ab? Das Amt der Kreisvorsitzenden ist noch jetzt alles recht neu. Wir haben als Partei ja die Bundestagswahl vor uns, die steht im September an, also die werde ich als Kreisvorsitzende und Wahlleiterin vom Jan auf alle Fälle noch begleiten. Ende des Jahres werden wir Wahlen haben im Kreisverband,
Und dann muss es die Partei diskutieren. Wir haben das noch nicht zu Ende gedacht. Es ist ja auch immer die Frage da, wie sind die, die dabei sind, wer ist bereit, das Amt zu übernehmen? Da sind wir noch in Gesprächen, da ist noch nichts entschieden. Die Abendheimer werden sehr traurig sein. Oder bleiben Sie Ortsvorsteherin? Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wo mir nicht ganz leicht gefallen. Ich bin unheimlich gern Abendheimer Ortsvorsteherin. Ich schätze das so, nah bei den Leuten zu sein, für meinen Heimatort was zu tun. Aber es ist ganz klar, die Ämter vertragen sich nicht. Ich werde das Amt der Ortsvorsteherin abgeben. Der Zeitpunkt ist noch nicht fest. Wenn es für Timo Horst und mich reicht am 7.7. und wir die Ämter übernehmen können, dann werden wir uns, glaube ich, gemeinsam abstimmen, weil dann steht die gleiche Situation in Hochheim an. Für mich ist aber klar, das Amt der Ortsvorsteherin und das Amt der Bürgermeisterin würden sich nicht vertragen. Welche Gefahren sehen Sie, dass Sie nicht gewählt werden? Es ist einfach eine geheime, eine persönliche Wahl. Natürlich weiß jeder, wir haben in Worms die GroKo, wenn die Mehrheiten stimmen und passen, sollte es doch klappen. Aber ich glaube, es ist auch einfach die Respekt vor dem Stadtrat, dass es eben erst entschieden ist, wenn gewählt ist. Wir haben ja eine Ausschreibung gemacht. So wie man hört, gibt es auch weitere Bewerber. Und wie es eben bei einer Wahl ist, die ist erst dann gewonnen, wenn ausgezählt ist. Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage, was mich damals, wir hatten ja schon mal die Ehre des Gesprächs, was mich damals etwas gewundert hat, dass Sie sagten, Sie sind nur zu 80% Landtagsabgeordnete und bleiben noch zu 20% in Ihrem Beruf. Mhm. Das ist jetzt dann natürlich nicht mehr möglich. Das ist tatsächlich jetzt die Entscheidung, die Lebensentscheidung für die nächsten 8 Jahre, dann wäre das, aus dem Beruf rauszugehen und Vollzeitpolitikerin zu sein. Ich habe das immer sehr geschätzt, diese Verhaftung im Unternehmen, da noch diese Stimmungen Tag für Tag mitzubekommen oder wenn es war, noch 2 Tage die Woche. Das hat mir gut getan als Landtagsabgeordneter, aber das Amt der Bürgermeisterin ist eine andere Rolle, es ist eine andere Aufgabe und das ist ein Vollamt. Ja, ja, dann drücken wir Ihnen mal die Daumen, dass die Wahl klappt. Dankeschön. Dass wir die erste Wormser Bürgermeisterin haben. Und wir freuen uns wirklich und drücken Ihnen die Daumen. Das sage ich jetzt ganz persönlich. Ich würde mich freuen, wenn Sie Bürgermeisterin werden, denn ich denke, Sie sind sehr geeignet dafür. Und dann haben wir 8 Jahre eine Bürgermeisterin. Von mir, ich drücke Ihnen die Daumen. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen weiter mit unserem Programm. Wir haben noch einiges für Sie im Petto und auch die Zahlen, wenn sie jetzt fallen, bleiben Sie trotzdem vorsichtig, aha und so und vor allen Dingen gesund. Ja, bis dann.